Wenn ich eine neue Rezeptur erstellen oder eine Komponente ersetzen muss, dann ist es nichts anderes als ein Koch, der seine Bratsauce tüftelt. Ich arbeite hier im Brandbereich mit einer genauen Waage. Ich da mit meinen Komponenten, die ich habe, abmische im Grammbereich. Und dann schlussendlich habe ich hier eine Masse, einen pyrotechnischen Satz, den ich nachher als Muster an ein Holz bringe. Dass ich mal so den ersten Versuch habe, wie das nachher im Abbrand funktioniert. Gibt es die Farbe, die ich will? Wie schnell brennt es ab? Und das ist dann so der erste Versuch. Und wenn die weiteren Versuche gut sind, dann schreiben wir die Rezeptur um. Schreiben, oder gehen wir in die Nullserie, wo wir ein paar Tausend produzieren und dann lagern. Und so nach 2-3 Monaten sehen wir dann nach der Lagerung, ob wir das Produkt einsetzen kann. Welches Feuerwerk habt ihr selber am liebsten? Was tut ihr am liebsten ab? Also am liebsten lasse ich ab einen wunderschönen Vulkan, der in der Schweiz hergestellt ist, und farbige Batterie. Wisst ihr schon, wie ihr den 1. August werdet verbringen das Jahr? Ja, mehr oder weniger. Wir werden etwas Feines essen. Und nachher werden die Kinder noch ein bisschen Feuerwerkern. Und irgendwie gegen Mitternacht werden wir noch ein kleines Feuerwerk für einen Gastrobetrieb im Himmel lassen. Habt ihr ein paar Tipps im Umgang mit Feuerwerk? Vielleicht ein paar Sachen, die man darauf achten sollte, wenn man sich vielleicht nicht so auskennt? Ja, ganz wichtig ist, dass man die Sicherheitsabstände von Feuerwerk einhält, dass man auch nicht in Menschenmenge innen Feuerwerker. Wichtig ist auch, dass man am Schluss gibt's Küder, gibt's Müll, dass man das zusammenräumt, zurück tut in einen Küdersack oder in ein Fässchen, sodass am nächsten Tag es nicht aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen.